Für mein Raubfischer-Logo habe ich am Computer den stilisierten Schädel eines Barracudas gezeichnet. Als Vorlage diente mir ein Präparat eines meiner Fänge. Schon länger wollte ich mir dieses Motiv tätowieren. In der Corona-Quarantäne finde ich nun die Zeit dazu. Mit dieser Farbe habe ich bei Schwarz-Weiß-Tattoos gute Erfahrungen gemacht. Nachstechen ist selten nötig. Spaß beiseite, natürlich piekst es auch mich ein bisschen. Der Trick ist, dass man sich nichts draus macht. Für das erste Selbsttattoo würde ich allerdings diese empfindliche und problematische Körperstelle nicht empfehlen. Wie man im Zeitraffer sieht, muss auch ich manchmal die Zähne zusammenbeißen. Zum schnelleren Ausfüllen ist eine zweite Person ideal, welche die Haut strafft. Der Umbau auf eine größere Nadel ist natürlich auch eine willkommene Pause, um neue Energie zu tanken. Schon gehen die großen schwarzen Flächen ganz locker von der Hand. Zum Schluss noch kontrollieren, ob irgendwo Fehlstellen zu finden sind. Und fertig ist das Tattoo, welches gleichzeitig mein Markenbranding ist.